So, einen wunderschönen guten Tag noch einmal ganz kurz von mir zum Live-Trading TV zur US-Markteröffnung exklusiv für JFD Brokers. Wir wollen einen Blick werfen auf Markteröffnung in den US-Märkten, die insgesamt sehr, sehr verhalten ausfällt. Gestern ja ein enormer Lauf gewesen. Wir haben im S&P ein Upgap gehabt, welches das größte Upgap war seit 2009, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, im Dow Jones ein Upgap von über 150 Punkten. Im Anschluss daran ein exorbitanter Lauf, der stattgefunden hat, der uns geführt hat über 21.000 Punkte. Und aktuell stabilisieren wir uns im Bereich um 21.100 Punkte. Das ist wohlgemerkt allerdings signifikant unterhalb, einen kurzen Augenblick, so, signifikant unterhalb dieser rotfarbenen Linie, die derzeit das aktuelle Allzeithoch also kennzeichnet, um 21.170 Punkte, 172 Punkte sind es, glaube ich, ziemlich genau. Und die Frage der Fragen ist natürlich die, bekommen wir nochmal einen Test dieser Hochs zu sehen? Alles in allem würde ich jetzt mal sagen, die CRVs nach oben sind weiterhin enorm unattraktiv, ja, weil wir einfach eine massive Extension auf der Oberseite sehen. Ich will nochmal ganz kurz den Gedanken von heute früh aufgreifen, und zwar jenen, wo ich dann sagte, dass wir, kurz Augenblick übrigens, ja, sehr schön, also Ton ist auch da, und zwar jenen, wo ich dessen dürfte sich dann hier auch aus technischer Sicht auf der Stunde eine bärische Divergenz ausbilden, und jene könnte dann schon eine erste Indikation liefern, dass es vielleicht aggressiv möglich wird, sich dort oben gegen diese Hochs short zu positionieren. Das ist natürlich etwas, und das ist auch mit einer der Gründe, weswegen ich mich derzeit auch mit Intraday-Setups zurückhalte. Ich bin derzeit wirklich auf der Suche nach Swing-Einstiegen, oder beziehungsweise also Swing ist bei mir Zusammenhang so zu verstehen, dass ich halt plane, eine etwas längerfristige Position aufzubauen. Einfach, um auch in mein Trading eine Ruhe reinzubekommen. Ich habe beim Durchschauen meiner Trades der jüngeren Vergangenheit gesehen, dass ich performance-technisch auf der Stelle trete, und habe mir selbstverständlich die Frage gestellt, woran es liegt. Und eine der simpelsten Erklärungen ist tatsächlich die, und das habe ich dann auch gesehen im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Payoff-Ratio, dass ich mich ab und an zu sehr in Klein-Klein verliere oder verloren habe, so formuliere ich das mal. Das bedeutet, das Payoff-Ratio, das hat sich reduziert, also war signifikant unterhalb des sonst von mir angestrebten und auch erreichten Payoff-Ratios von 3:1, das heißt das Verhältnis durchschnittlicher Gewinner zu durchschnittlichen Verlierern. Und einer der Hauptgründe, der dafür eben zu nennen ist der, dass einfach mal die Bewegungen, auf die ich abziele, insgesamt zu klein sind. Jetzt kann man natürlich sagen, nun gut, also du reduzierst ja dann offensichtlich auch deine Verlierer, wenn du in der Zeitebene runtergehst. Das ist absolut korrekt, aber alles in allem natürlich nicht wirklich konstruktiv, also für mich zumindest mal. Das ist nichts, was ich wirklich in meinem Trading anstrebe. Also bin ich wirklich auf Swing-Trades aus und denke auch, dass wenn man die über einen größeren Zeitraum einfach managt, also größeren Zeitraum im Sinne von, jetzt sagen wir mal, von einer Woche oder von 2 Wochen, dass man dadurch auch eine bestimmte Ruhe einfach ins Trading hineinbekommt. Und das ist mit einer der Gründe, weswegen ich mich Intraday derzeit ein bisschen zurückhalte. Aber nichtsdestotrotz wäre natürlich trotzdem denkbar, dass man hier mit dem Break auf neue Tageshochs, das Tageshoch aktuell verlaufend bei 21.122 Punkten, dass man das long handelt mit einem Stop entweder unterhalb des Tagestiefs oder vielleicht mit einem Stop hier unterhalb der 21.095. Das wäre dann ein Initialrisiko, was wirklich begrenzt wäre, 27 Punkte. Und das Ziel dieses Trades wäre, dass man eben dann hier tatsächlich doch nochmal die Attacke auf diese Hochs, vielleicht sogar einen kleinen Spritzer über dieses Hoch von gestern zu sehen bekommt. Das wären dann, wenn wir die 72 als Ziel ausgeben würden, wären das 50 Punkte auf der Oberseite und auf der Unterseite, wie gesagt, ein Risiko von 27 Punkten, also ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1, auf das man hier dann in diesem Zusammenhang gehen könnte. Und wie gesagt, das wäre Intraday eine Möglichkeit, den Dow Long zu traden, und würde eben dann für jemanden wie mich, der überlegt, sich auf der Stunde vielleicht zwingtechnisch short zu positionieren und eine schärfere Korrekturbewegung zu traden, würde das dann eben hier nochmal so ein unterstützendes technisches Signal liefern mit einer bärischen Divergenz, wo man dann mögliche Breaks auf neue Hochs eben, man sagt dann, faden könnte. Das heißt also auf Fehlausbrüche spekulieren. Ich will auch ganz kurz hier noch das größere Bild tatsächlich in
in diesem Zusammenhang zeigen, nämlich den DAU auf der Woche. Auch sehr interessant finde ich eigentlich, wenn wir hier mal einen Wochenchart nehmen und zurückgehen bis in den Bereich der Tiefs, die wir hier markiert haben im Jahr im Februar 2009. Dann kann man sehr, sehr schön erkennen, dass es hier jetzt mittlerweile auf der Oberseite eine sehr schöne Extension gibt, dass wir Da kommen also diese kurzen Unterbrecher, die dann aber immer wieder zurückgekauft worden sind, weswegen diese in meinen Augen ignorierbar sind und auch perfekt eigentlich in das Bild passen, was ich von den Märkten generell zeichne. Idealtypische Verläufe gibt es nicht. Also es gibt nicht die perfekte Formation oder den perfekten Trendkanal. Das ist schon etwas historisch Interessantes. Kommt in der Form nicht besonders häufig vor. Wir sehen auch zum Beispiel hier, da gab es auch mal solch eine Phase, das war 2013, da gab es danach dennoch weitere Hochs, die gemacht worden sind. Ja, also tatsächlich auch mal so eine Divergenz sich ausbilden sehen. Das wird jetzt in dem Fall hier kaum möglich sein, beziehungsweise wurde jetzt hier mit diesem Lauf der letzten Tage deutlich negiert diese Geschichte. Aber Fakt ist einfach mal, dass auf jeden Fall die Luft nach oben relativ dünn werden dürfte. Und ich habe auch heute wieder mal einen Tweet gesehen von Donald Trump. Ja, also wenn man bei Twitter unterwegs ist, dann lohnt es sich. Fängt jetzt auch an, über den Aktienmarkt zu twittern. Also er war ja im Wahlkampf noch jemand, der da sehr, sehr skeptisch unterwegs war. Aber mittlerweile, jetzt ist er US-Präsident, naja, ist ja klar, dass er dafür verantwortlich ist, dass die Aktienmärkte solch eine Rallye hinlegen, dass das Verbrauchervertrauen entsprechend positiv präsentiert und sowas bei solch einem, ja, bei solch einem Typen, ja, der US-Präsident ist. Also man verzeiht And Consumer Confidence, also Verbrauchervertrauen, ist at a 15-Year-High. Jobs, Ausrufezeichen. Und da muss man jetzt in diesem Zusammenhang schon sagen, also wenn man auch im Wahlkampf die Frage schreibt, diese Aufschläge am Aktienmarkt vielleicht auch mit seiner Wahl und der Aussichtstellung ja, dann Fiskalpolitik Treiber sein mag. Fakt ist auf jeden Fall, man sagt doch so schön, Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist auf jeden Fall etwas, also das müsste man jetzt natürlich schauen, ob das eine statistische Signifikanz hat, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo man sicherlich dann auch sich die Frage stellen darf, ob dieser Lauf ohne weiteres immer so weiterläuft. Ich habe gerade eben noch kurz zuvor einen Retweet abgesetzt, der thematisiert hat, dass
Das sei mal dahingestellt, aber es kann auf jeden Fall sein, dass wir kurz vor einer sehr scharfen Korrekturbewegung stehen, die uns an der Stelle eben vielleicht mal 1500, vielleicht 2000 der alten Hochs eben bewegt, die dann übrigens wieder längerfristig sehr, sehr attraktive Niveaus sein können, um US-amerikanische Aktien zu kaufen. So, das also in diesem Zusammenhang. Wie gesagt, Intraday könnte man überlegen, den Dow mit neuen Tageshochs hier zu kaufen, auf der 21, Stop unterhalb der 95. Ziel, die Hochs von gestern nochmal ein kleiner Spritzer vielleicht auf neue Allzeithochs. Ich persönlich würde diesen sehr gerne zu sehen bekommen. Nicht, weil ich das gerne dann long handeln will oder mein Setup aufgehen sehen möchte, sondern weil ich eben, wie gesagt,